Oh, komm. Vielleicht tut ja da jemand tanzen. Und dann können wir vielleicht noch den Volkstanz lernen. Kann ja nur Spaß machen. So, quatsch den nochmal an, bis das Taxi kommt. Vielleicht gibt er jetzt einen anderen Tipp. Eine Urlaubsreise ohne Besichtigungstouren ist kein richtiger Urlaub. Nein, Papa, du bleibst hier. Philipp! Detlef Hans Hermann will mit dir reden. Oh, wir wollen Axt werfen. Sägewerk. Da gehen wir jetzt hin. Nein, wir fahren hin. Taxi kommt. Mädels. Hopp, hopp. Alles. Oh, wer ist denn da in den Pool gestiegen, ohne dass ich das mitgekriegt habe? Nee, nee, nee. So, die Mädels sind jetzt alle im Auto. Ah, nee. Laura fehlt noch. Aha. Komm schon. Ja. Ist der letzte Abend für euch. Ihr bleibt ja nicht über Nacht. Waren ja nur zwei Nächte. Aber ich dachte, man muss bis 12 Uhr ausgescheckt haben wegen der Zimmer. Aber okay. Alles Paletti. Ah, hier. Okay, mein Spiel ist wieder abgeschmiert beim Sägewerk. Okay, ich versuche noch mal hinzukommen. So, wieder neu gestartet. Mittlerweile ist das mehr als ärgerlich. Zweiter Absturz. Und wir sind wahrscheinlich wieder hier. Dann kommt hier. Ja, wir kommen wieder zurück. Also irgendwie hat das Sägewerk entweder einen Knacks weg, weil eben der Absturz war ja auch zum Sägewerk. Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Und wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Aber er will, glaube ich, auf die Toilette. Ja, dann geh mal. Ja, toll. Alle Bedürfnisse im Keller. Ist ja prima. Wieso das denn jetzt? Ah, dann ruf du mal das Taxi. Vielleicht funktioniert es ja dann. Ansonsten haben wir eben Pech. Ja, wir wollen alle zusammen. Perfekt. Hast du angerufen? So, dann speichern. Nee, nee, nee. Macht das Spielen erst Spaß, aber wenn dann solche blöden Zwischenfälle wie zwei Abstürze stattfinden, ist das echt mehr als ärgerlich. Da hat man auch keine Lust mehr auf Dauer in den Urlaub zu fahren, wenn man weiß, das schmiert ja eh ab. Ich muss mal... Ja nee, wenn ich das mache, komme ich nicht mal in mein Windows-Programm. Das wäre schlecht. Aber das brauche ich. Muss ich noch mal gucken. Ich überleg's mir. Okay, bei Let's Plays geht's ja. Na, da kann ich das ja starten, abcrashen und dann zusammenfügen, wenn es wieder schief läuft. Das ist der Vorteil beim LP. Nur im Livestream ist sowas natürlich wieder totaler Quatsch. So, drücken wir uns mal die Daumen. Ich will was naschen, aber ich kann jetzt nicht in die Küche. Ist mal wieder typisch die Uhrzeit, wo ich naschen möchte.
So, wir sind jetzt angekommen und schauen mal. Wem geht's am besten? Dem Papa. Und der hat wenigstens einen Wunsch. Baumstammrollen. Okay, dann Baumstammrollen, Papa. Und du willst Bigfoot treffen. Logik. Ach ja, ihr habt ja Fähigkeiten geschenkt bekommen, ne? Hihihi. 1-1. Nicht schlecht. Was willst du? Für Trinkgeld rappen? Ja, warum eigentlich nicht? Kannst du mal hier, gehst du hier hin, dann kannst du für Trinkgeld rappen. Obwohl du, glaube ich, gar keine Körperpunkte hast. So, dreh dich mal um. Perfekt. So, du möchtest, geht ja gar nicht, Foto machen, jonglieren, Springseil, Vögel beobachten, also Trinkgeld rappen. Ihr habt vielleicht dämliche Wünsche. Was ist das? Untersuchen. Untersuch das mal. Du gehst Axt werfen. Sehr gut. Und deine Schwester dürfte mal, die will auch rappen gehen. Ja, sonst geht's euch echt noch gut, ey. So, geh mal auf die Toilette. Gib's hier ein Waschbecken. Nachdem gehst du Hände waschen. So, und du brauchst Spaß. Spaß! So, Papa. Wieso geht die hinter die Wand? Larissa? Ist da was zu sehen? Nee, nicht wirklich. Nur blaue Streifen. So, Papa, zeig mal, was du drauf hast. Das müssen wir sehen. Oh, in Badehose. Okay. Wie süß. Machst du sogar ganz gut. Ja, cool. Machen wir doch glatt ein Bild von. Warte mal. Bus wartet, da ist Lara. Larissa ist dort. Und was macht Laura? Okay. Sie ist gerade anderweitig beschäftigt. So. Ah, so. Komm, Papa. Fall mir nicht ins Wasser. Wie viele Körperpunkte hat der Papa? 4. Kriegst du schon hin. Und ich gehe mal gerade. Warte. Lara? Hey. Auf die Plätze. Fertig. Hey. Mal gucken, ob sie trifft. Jo, sie fällt aber fast dabei hin. Was macht Lara? Hey, stopp, ich sehe nichts. Beobachtest du den Papa, ja? Beobachten. Baumstamm rollen. Mach erstmal ein Foto von deinem Vater. Foto machen. Komm. Der hat nämlich richtig Spaß. Ja, Papa hat Spaß. So. Das ist doch etwas, was wir fürs Fotoalbum. Hoppla, da muss ich drücken. Und für mich da. So. Sag mal, Larissa, lachst du gerade den Papa aus? Der hat richtig Spaß hier. Beobachten, gratuliert bekommen. Wolltest du nicht auch gerade hier Spaß haben? Hier, geh mal rollen. Und du kannst deine Schwester beobachten.
Anstatt den Papa auszulachen. Achso, hat sich erledigt. Was macht Lara? Papa beobachten. Die lacht auch. Oh! Ja, Papa. Hat's gut getan. Er geht wieder drauf. Ja, der guckt nur in eine Richtung, ne? Oh, sie ist reingefallen. Ja, man muss auch Körperpunkte haben. Oh, Papa ist wieder drinne gelandet. Okay. Ist doch herrlich. Sie ist auf jeden Fall im Wasser. Machen wir nochmal ein Bild. So, damit man auch den Papa da sieht. Oh je, ich werd müde. Oh. Wo ist Larissa? Larissa ist essen. Ja. Sie gibt nicht auf. Irgendwann schafft man es ja. Ja. Hast halt noch nicht so gute Konditionen wie der Papa. So. Könnt mal da aufhören. Larissa hat gegessen. Okay. Hat noch jemand Hunger? Ja. Hühnchenpfanne. Da weiß ich noch nicht. So, Papa, komm mal vom Balken runter. Ah, es ist keine Dingens frei. Dann würde ich mal sagen, gehst du mal hier untersuchen. Könnt ihr hier alle mal untersuchen. Du kannst es auch untersuchen. Ah, nee, du bist am Essen. Okay, du gehst essen. Was willst du essen? Bitte nicht Pfannkuchen. Hühnchenpfanne. So, Larissa. Hier tut keiner tanzen. Na, ich finde das schade. Was macht der Papa? Er geht zu seiner Tochter. Warte, die geht dahin, dann geht Papa dahin. Hier steht ein Tag. Ja, was heißt das? Wann ist denn unser Urlaub vorbei? So, alle am Essen? Nee, hier wird nicht mehr gegessen. Wer will da was? Begrüßt werden? Ja, guten Tag. Hallo? War das eine einzige Begrüßung jetzt? Aber okay. Begrüßung, Brustklopfen. Ob die was damit anfangen kann? Ja, cool. Haben wir das Brustklopfen überhaupt gelernt? Ausflug gemacht. Sieht nicht danach aus. Hier ist nur die Erbschaft. Nee. Der will schon wieder einen Ausflug machen. Ihr habt alle drei Ausflüge gemacht, die es gab. Oh, wow, wow. Papa, Papa. So, Mädels. Was geht ab? Larissa, was hast du vor? Axt werfen? Der Papa will sich hinsetzen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die... Ja, ich würde aber sagen, Laura. Du hast das eben in die... eingeleitet, dann machen wir das jetzt auch. Ich traue mich das nämlich sonst nicht. Ja, hier können wir nicht speichern. So. Hat der Papa wenigstens Axt geworfen
und diese Rolle da benutzt. Dieses Holzfällerrollen, heißt das? Baumstammrollen? Ins Hotel. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Mir will ja keiner hier das Tanzen beibringen. Sollen alle hier hinkommen. So, Taxi ist auch schon da. Das ist doch perfekt. Laura, einsteigen. Also ganz schnell. Noch habt ihr ein Hotel und ich weiß nicht, wann ausgescheckt wird. Also sind es ja eigentlich 3 Nächte. Wenn wir noch einen ganzen Tag übrig haben. Alle im Auto. Nur noch Papa einsteigen und dann haben wir, glaube ich, alle 4. Jetzt haben wir immer noch keinen Volkstanz gelernt. Menno. Das ist ärgerlich. Wieso tanzt denn da keiner den Volkstanz? Naja, vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Sonst tanzen die das ja nur noch zu Hause. Wo lernt man eigentlich Tai Chi? Bestimmt in diesen asischen Teil, ne? Sul, Sul. Du kannst duschen gehen. Der Papa. Oh ja. Gehst du duschen? Spülst die Teller ab. So, ist aber noch. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Kannst du das mal bitte säubern? Ja, ist halt doof, aber ist halt jetzt mal so. Alter, die Dusche ist kaputt. Ja, ganz toll. Nee. Ja, das stinkt. Ist mir gerade egal. So, sie geht aufs Klo. Nee, geht sie nicht. Wo willst du hin? Benutzen. Deine Schwester macht sauber, siehst du doch. Setz dich mal dahin. Oh Mann, die stinkt aber ganz schön. Keiner tut hier tanzen. Hallo. Komm, mach mal. Wer ist denn da am Duschen? Sie. Okay, dann kann jetzt da die Laura duschen. Ja, ich weiß, du willst auch duschen, aber geh dir erstmal die Hände waschen. Warte, Laura, 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 Laura. Laura, geh mal da weg. Ich muss mich mal hier gerade drum kümmern. So, lass mal gucken. Brauchst ein bisschen Spaß, aber da ist alles besetzt. Okay, dann entspann dich und dann kannst du ein bisschen lesen. Und du kannst beim Papa duschen gehen. Muss nur warten, bis Papa vom Klo kommt. Sehe ich gerade. Warte. So, dann machst du bitte für den Papa sauber. So. Dann darfst du... Ja, bis du da fertig bist, kannst du schlafen gehen. Die Lara muss noch auf die Toilette und dann... kann sie auch schlafen gehen. Und die Laura braucht noch ein bisschen Spaß, was sie ganz offensichtlich hat. Was machst du denn? Tagträumen. Okay.
Wenn dir das Spaß macht, bitteschön. So, Papa ist im Bett. Perfekt. Morgen früh darfst du die Dusche reparieren. Ach, Gottchen. Oh ja, die Dusche muss auch gesäubert werden. Lass mal gucken. Komm, hast jetzt genug Spaß gehabt. Mach mal da eben sauber. Dann da säubern und da säubern und dann kannst du schlafen gehen. So, Madame Lara ist im Bett. Larissa geht ins Bett. Perfekt. Ach, glänzt doch schon wieder. So soll das sein. Jawohl. Ja, jetzt kannst du ja ins Bett, wenn das Waschbecken sauber ist. Ach, hübsch. So, bevor du ins Bett gehst, mache ich kurz den Speicherstand. So. Dann kann man vom Urlaub erzählen, ne? Oh, ich glaube, wir müssen nach Hause. So. Nee, Moment. Da steht Zeit nach Hause zu gehen. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen uns umziehen. Mal gerade. Ups, ups. So. Und du dann auch. Und Papa, reparier's mal eben die Dusche. Wenn da steht, Zeit für nach Hause zu gehen, ist natürlich doof, ne? Mitten in der Nacht, ey. Mann! Wie das jetzt aber gesprungen ist, ne? Klatsch, boom. So, wer steht denn da jetzt vor der Kabine? Gehst du, nein, du gehst dich bitte umziehen, dann tut der Papa hier auschecken. Nur Papa repariert noch. Ernsthaft? Komm schon, Papa. Ist repariert? Ja. Dann gehst du dich umziehen und auschecken. Im Zimmer ist keiner mehr, ne? Nee. Du solltest dich umziehen. Erst umziehen, dann auschecken. Ich mache mal hier Speicher. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir dann noch hätten. Hier steht nur Zeit nach Hause zu gehen. Wir wollen ja nicht unnötig noch viel mehr an Kosten bezahlen. So. Danke für die schöne Zeit hier. Hat uns sehr gefallen zum Ausspannen. Haben viel gesehen, auch wenn es nur kurz war. Dankeschön. Vielleicht kommen wir wieder. So. Muss ich dann Urlaub beenden? Muss ich aber nicht unbedingt, ne? Aber ja, wir fahren nach Hause. Steht hier die ganze Zeit da, ne? So, der Flughafen-Shuttle ist unterwegs und wird bald bei dir eintreffen.
Sehr gut. Wir erzählen keine schmutzigen Witze, Papa. Bis das Auto kommt, kannst du dich da hinsetzen. War ja nicht viel, ne? Ah, mit dem hat er sich überhaupt nicht gut verstanden. Okay. Hey, wo sind denn die anderen Leute? Ah, die war im Pool drinne. So, Mädels, ab nach Hause mit euch. Der Urlaub ist vorbei. War auch nur ein kurzer Urlaub. Aber, dennoch, Dankeschön, dass wir hier sein durften. Es hat uns Spaß gemacht. Juhu. Und vielleicht kommen wir wieder. Hey, schwarzer Panther. Da kommen meine Mädels. 1, 2, 3. Ja, so gefällt mir das. So, nochmal Bild. Papa sitzt im Auto. Perfekt. Und die Töchter kommen. Ja, so wollte ich das haben. Noch sieht man den Papa. Jetzt sieht man den Papa nicht mehr. Ist natürlich doof. Aber, okay. Totolito, lass es gut sein. So, jetzt geht's für die Familie wieder nach Hause in die Belladonna Bucht. In unser Häuschen. Ich hoffe, euch hat der kleine Kurzurlaub gefallen. Die Abstürze sind ja Gott sei Dank im LP schnell zu korrigieren, indem ich einfach Schnitt, Schnitt mache, wo es abschmiert. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ah, hallo, da seid ihr ja wieder. Kommt ihr mit Koffer raus? Nö. Ey, Urlaubsgewinne wählen. Restliche Urlaubsgewinne. Ja, cool, was ist das denn? Der Papa hat 3. Was nehmen wir denn da? Sorglos, dank dieser Belohnung steht deinem Sim ein zusätzlicher Wunsch zur Verfügung. Damit siehst du wirklich sorglosen Zeiten entgegen. Erholt. Nach einem entspannten Urlaub kann man das Leben doch gleich viel lockerer angehen. Mit dieser Belohnung wird es deinem Sim leichter fallen, seine Fähigkeiten auszubauen und Orden zu verdienen. Außerdem kann er jetzt seine Hausaufgaben schneller verrichten. Hausaufgaben. Produktiv. Nach einem erholsamen Urlaub und mit dieser Belohnung fühlt sich dein Sim gleich viel ausgeruhter, so dass die Bedürfnisse Komfort, Freunde und Spaß langsamer sinken als gewöhnlich. Oh. Verleih deinem Sim dieses gewisse Etwas. Ich muss meinen Freund fragen, was das heißt. Das anderen Sims sofort ins Auge fallen wird. Mit dieser Belohnung wird die Romantik garantiert nicht zu kurz kommen. Fleißig. Mit dieser Belohnung wird dein Sim und der Star der Arbeit. Er kann mehr leisten und auch Beförderungen rücken in greifbar. Ja. Nachsichtig. Dank dieser Belohnung wird es wirklich schwierig, deinen Sim zu verärgern. Allen Sims, auf die du wütend warst, kannst du nun vergeben und auch deine Beziehungen profitieren davon. Okay, und was ist das? Auf alle Sims anwenden. Warum? Sorglos. Ein zusätzlicher Wunsch. Eigentlich nicht schlecht. Und produktiv ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Oder eher fleißig. Mit dieser Belohnung wird dein Sim der Star bei der Arbeit sein. Wir können es ja ausprobieren. Ich habe es noch nie angewendet. Geht das jetzt auf alle? Nee, die haben alle 3. Okay. Ja komm, du kriegst das. Den zusätzlichen Wunsch. Und erholt. Schnelleres Lernen von Fähigkeiten. Dank dieser Belohnung steht dann im Sim ein zusätzlicher Wunsch.
Zusätzliche Fähigkeiten, also Fähigkeiten schneller aufzubauen und die Bedürfnisse. Dann hätten wir noch die Lara. Ja, für den Spaß im Sorglos zu sein, ist doch eigentlich immer sehr gut. Fähigkeiten zu bauen, auch sehr gut. Lara, Zauberkünstlerin. Nehmen wir das. Haben wir jetzt alle, ne? 0, 0, 0, 0. Okay. Tatsächlich. Er hat einen zusätzlichen Wunsch gekriegt. Ja, cool. So, du auch? Das finde ich schon mal cool. Da kann man bei dir wenigstens. Ah, ich darf aber nur einen Wunsch festhalten. Ja, dafür muss man aufs College gehen, um die zusätzlichen Fähigkeiten zu kriegen. Okay. Alles klar. Wir sind wieder zu Hause. Punkt. So. Und zwar Samstagnachmittag. Ach ja, stimmt ja. Die Zeit vergeht ja nicht. Stimmt ja. Stimmt ja. Du darfst dahin gehen. Dann darfst du duschen gehen. Ach, der Papas Bedürfnisse sind aber auch wichtig. Papa möchte wandern gehen. Möchte noch jemand wandern? Nein. 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 Okay, Papa, dann geh du mal wandern. Du gehst da und du willst Bigfoot treffen. Wir gucken mal, ob wir Bigfoot anrufen können und wer nicht. Ich hoffe, wir können ihn anrufen. Jemanden überreden, einem anderen Sim einen Streich zu spielen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Irgendjemand muss ja auf diese verrückten Ideen kommen. So, und jetzt will ich was anderes gucken. Wo guckt man hier? Hier nicht. Was ist das? Ruf. Nee, hier auch nicht. Ja, wo guckt man denn? Da ist der Stein. Ja, toll für den Stein. Nützt mir gerade nichts. Wo war das, wo ich das nachgucken kann? Nee, da nicht. Da auch nicht. Wieso weiß ich das nicht? War hier nicht irgendwo mit Urlaub? Da. Was steht hier? In die Berge gefahren. Einen schönen Urlaub erlebt. Ein geheimes Grundstück entdeckt. Ausflug gemacht. Eine Schatzkarte gefunden. Baumringe untersucht. Zimmerservice bestellt und beim Axtwerfen ins Schwarze getroffen. Ja, cool. Das ist das also. Mehr ist das gar nicht. Es war schon eine tolle Sache, die Berge zu sehen. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder dorthin. Ich habe einen tollen Ausflug gemacht. Es gibt ja so viele fantastische Dinge auf der Welt. Der gleiche Spruch. Der gleiche Spruch. Okay. Dann haben wir, ja, das sind die Urlauber, okay. Aber haben wir doch schon welche kennengelernt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Sieben Personen im Urlaub kennenzulernen, ist doch schon mal eine tolle Sache. Okidoki, was ist das? Sim-Biografie. Bitte gib eine Biografie für diesen Sim ein. Nö, jetzt nicht. So, das war es dann für heute. Ich gucke, wie ich das Video jetzt hier zusammenschneide. Nee, deine Töchter dürfen jetzt zu Hause bleiben. Du darfst alleine wandern gehen. So, Larissa. Larissa. Deine Schwester soll telefonieren. Und dann gucken wir mal. Was hast du vor? Die Sims 3 spielen. Okay.
Scheibenkleister. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Kein Bigfoot. Hätten wir den jetzt mitnehmen müssen vom Urlaub? Kann er uns denn anrufen? Ist gar nicht mehr in unserer Liste? Moment mal. Doch, da ist er doch. Und den können wir nicht anrufen? Oh, verdammt. Ja. Es geht das Gerücht rum, dass er sich irgendwo in den Bergen auf einem geheimen Grundstück versteckt. Er ist ja auch richtig, dass er sich versteckt, aber okay. Wir können ihn dort jetzt nicht zu uns rufen. Wir können ihn nicht anrufen. Ich krieg gerade die Krise. Hat noch jemand Hunger von euch? Das ist ein Teller. Ess du den Teller. Sandwich. Ich bin jetzt genervt. So, Larissa, du hast doch auch Hunger. Ich warte nur noch, dass der Papa nach Hause kommt. Ich stehe unter Schock. So, nimm du dir auch einen Rest. Und ich glaube, Larissa hat auch Hunger. Ja, ein bisschen. Dann nimm mal eine Servierplatte. Komm, stell ab. So, danke. Dann können wir nämlich auch was essen. Zack. Und wenn Papa kommt. Da haben wir die Blumen stehen, da haben wir das stehen. Wir haben hier gar keinen Platz für unseren Urlaubsstein. Dann müssen wir das eben anders machen. Wo können wir den hin tun? Ich will das Ding schon sehen können. Da brauchen wir, glaube ich, das Regal, ne? Am besten das aus Glas. Verkackeiern. Da passt er hin, aber da nicht. Den tun wir gar nicht. So, dann machen wir den da hin. Ich habe nämlich jetzt keine Lust hin und her zu wühlen. So. Das ist aus dem Urlaub. Und die drei sehen. Ey, ich will den da draufstellen, nicht dahin. Ah, okay, den können wir gar nicht. Okay, okay, dann bleibt die Karte noch da drinnen. Okay, alles klar. Ich will den aber da haben. Ist Papa noch unterwegs? Ja. So. Ach, die sitzen alle drei bei Tisch. Ach, ist doch schön. Dann könnt ihr wenigstens noch was quatschen dabei. Nee, ich drehe in die falsche Richtung. So. Komm, Larissa, setz dich mal hin. Genau. Perfekto. So soll das sein. Oh, dem Papa ist es ziemlich warm geworden. Dabei ist es Winter. Dürfte doch gar nicht so schnell aufheizen. Oh, Papa ist wieder da. Da kannst du auch was essen. Moment. Ach nee, die Bienen. Nein, die geheimnisvolle Welt der Natur. Eins mit ihr zu werden, ist das große Ziel eines jeden Naturliebhabers. Doch der Weg zu diesem Ziel birgt viele Gefahren. Und dieses Mal äußert sich die Gefahr in Form von Bienen. Nichts wie weg von hier. Ja, toll, toll. Toll, armer Papa. Jetzt rennt er hier rum. Armer Papa. Bienenalarm. Hilfe. Papa, wo bist du?
Ah, da läuft er. Komm, hör auf, hin und her zu rennen. Ja, komm, geh duschen. Oh, verdammt, seine Bedürfnisse sinken in den Keller. Hey, ihr Bienen, lasst den in Ruhe. Lasst den Herrn in Ruhe. Oh, nee. Armer Philipp. Ah, du bist sie los. Ja, endlich. Puh, hast du ja nochmal Glück gehabt. Dann würde ich sagen, bevor du Essen tust, geh erstmal schnell auf die Toilette. Dann holst du dir was zu essen. Ich guck mal gerade, was Madame Butterfly macht. Sie dartet und sie dartet. Okay. Komm, Papa. Oh, das war sogar der letzte Teller. Zum Glück ist das Glitzeressen. Da geht's dir schnell wieder gut. Ja, perfekt. Ja. Besser kann es gar nicht laufen. Sag mir bitte, dass kein Radio läuft. Nein, Radio ist aus. So, und dann kannst du ein bisschen Fernsehen. Setze dich hier hin. Perfekt. Dann schalten wir mal um auf Sport. Hier haut dir den Spaß wenigstens schnell wieder hoch. Ja. Ja, Papa. So. Noch ein Bildchen von dir, wie du zu Hause wieder die Sportsendung guckst. Passt doch perfekt. So. Und hier die Mädels. Ah, Hilfe. Zusammenstellen. Zieh du dich mal um. Das ist ein neues Outfit. Denn das, was du da trägst, das geht überhaupt nicht. Da ist dein Outfit, aber... Ja, okay. Zieh das schon mal an. Denn im nächsten Video wirst du ausziehen müssen, ob es dir gefällt oder nicht. So. Einmal säubern. Darfst du das machen? Du, Madame, gehst nicht im Elternbett schlafen. Hallo, das ist viel zu früh zum Schlafen. Du willst Logik lernen. Kannst du hier. Sehr schön. So, ich guck mal nach der Lara. Die ist... Wo bist du? Ah, da bist du. Okay. Du gönnst dir ein Sprudelbad. Auch gut. So. Okay, Papa, schalte mal aus und dann darfst du mal telefonieren. Ich segel nämlich deine Freundeleiste. Ist nämlich nicht mehr da, wo sie sein sollte. Und dann gucken wir doch mal, wen du anrufen kannst. Jemanden aus dem Urlaub vielleicht? Ich würde erstmal jemanden anrufen, die du hier kennst, na, damit du dir auch mal einladen kannst. Techno-Terrasse. Belle Blue 218. Du bist aus dem Urlaub, aus dem Urlaub, aus dem Urlaub, aus dem Urlaub. Glaube ich. Die auf jeden Fall. Bei der Sabine bin ich mir nicht mehr sicher. Hier ist eine Linda Gong. Linda Gong. Wir gehen der Reihe nach. Okay. Ja. Ein, bitte nur plaudern. Oh. Lara. Muss jetzt nicht sein, ne? Einmal bitte säubern, da benutzen. Wer war das Bild am... Ah, doch, du warst das. So. Larissa. Du willst Billard spielen. Du willst dies, du willst das, du willst das. Ja, die Mama macht jetzt hier aus. Immer mit der Ruhe. Wir gehen gleich ins Bett. Ach ja, der ist ja auch noch kaputt.
Du hast definitiv einen Grafikfehler in diesem Badezimmer. Was ist mit dir? Mama kommt jetzt. Muss ich noch ein bisschen gedulden. So, die Theke ist sauber. Da können wir mal den Teddy rüberschieben. Moment mal, wieso hast du die Karte? Die sollte doch hier drinnen sein. Du hast eine Karte zur Höhle, geheimen Höhle zu den drei Seen. Alles klar. Aber sie auch. Drei Seen? Hä? Habt ihr die jetzt alle? Tatsächlich. Ja, krass. Haben wir die jetzt dazu geschenkt bekommen? Das ist ja mal mega. So, 21 Uhr. Ob man da schon die Sims hinlegen sollte? Kann er mal entspannen. Kannst du das betrachten? Geht das? So. Ja, sie sind Freunde. Das ist cool. So, dann kann der Papa säubern, duschen. Wenn du fertig bist, darfst du schlafen gehen. 9:30. Hallo? Hast du das gerade ausgelacht? Ja. Lass mal alles betrachten. Begeistert ist sie definitiv nicht. Ja, ja. Habe ich kapiert. Oh, den können wir nicht betrachten. Aber den können wir betrachten. Und danach, wenn du die alle betrachtet hast, dann kannst du schlafen gehen. So, und Laura kann ebenfalls schlafen gehen. Und du, Madame? Ja, kannst auch schlafen gehen. Dein Zimmer ist hier. So. Laura? Wo bist du? Ah, du bist noch hier. Kannst schlafen gehen. Gute Nacht. So. Family geht schlafen. Und dann ist für mich auch jetzt hier Feierabend. Ich habe jetzt hier ein insgesamt Video, ich glaube von, ja, über 2 Stunden, fast 3 Stunden. Da muss ich dann gucken, wie wir das zusammen metzeln. Oder ob ich das als LP hochlade, dann Stück für Stück. Aber schauen wir mal. Ich lasse mir was einfallen. Und, ui, es schneit. Und dann, so, steht jetzt jemand auf? Ja, der Papa, okay. Dann mache ich jetzt hier Sense. Und wünsche euch noch viel Spaß. Hoffe, es hat euch gefallen. Unseren kleinen Urlaubstrip in die, was war das, in die Berge, ne? Auf den drei Seen. Ich fand es eigentlich ganz nett, auch wenn wir nicht alles gesehen haben. Aber das kann man ja immer noch. Schließlich wird es die Familie weiterhin geben. Aber als Let's Play, ich muss noch gucken, wie viele Videos ich dann die Woche hochlade. Also jeden Tag wird es bei mir kein LP geben. Aber ich schaue mal, wie wir das deichseln. Und wünsche euch bis dahin noch viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht oder noch vorhabt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also bis dann. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann. Bye.